Ja, mein Ziel ist heute, ich muss zum Bahnhof eine Fahrkarte kaufen nach Marrakesch und ich will die Medina sehen und den Strand. Aber schaut mal das Wetter, es ist zwar warm, aber kein Strandwetter, bin ich schon mal mehr hier. Egal. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut: Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Frag mich, hier ist grün für Fußgänger und die fahren trotzdem. Ich bin hier am Bahnhof Casa Port und kaufe mir jetzt ein Ticket nach Marrakesch. Immer wenn ich hier stehe, steht es plötzlich auf Arabisch. Jetzt muss ich wieder eine Weile warten, bis es in Englisch dasteht. Ist so ein bisschen wie am Flughafen hier. Muss man immer in die Reihe. Gar nicht so einfach. Von diesem Bahnhof fährt kein Zug nach Marrakesch. Ich muss praktisch erst nach Casa Voyager und von dort aus. Aber es ist total easy, weil auf der Fahrkarte steht alles drauf. Da steht drauf, von wann der Zug bis nach dort fährt und von wann der dort abfährt. Und das ist total easy. So, das wäre schon mal erledigt. Jetzt geht's ab in die Medina. Irgendwie ist diese Stadt so voller Gegensätze. Hier sieht's so schön aus. Und da drüben geht's schon los mit Abriss und dann kommen wieder schöne Hochhäuser, schöne Hotels und daneben direkt ist schon wieder alles kaputt und wird gebaut. Jetzt bin ich gleich am Haupteingang zur Medina, der ist da vorne und hier wird's schon ein bisschen mehr busy. Hier ist der Haupteingang und hier ist noch nicht so viel los. Ich glaube, die kommen alle erst ein bisschen später. Also ehrlich gesagt, da habe ich schon schönere Medinas in Marokko gesehen als die hier in Casablanca. Ich fahre jetzt mit der Straßenbahn weiter. Ticket hat 80 Cent gekostet und ist für eine Fahrt gültig. Hier ist so eine Map. Also ich bin gerade hier. Hier ist auch der Bahnhof Casa Port in der Nähe, wo ich morgen abfahre. Und theoretisch könnte ich mit der Straßenbahn auch hier zum Casa Voyager fahren. Aber jetzt habe ich ja ein Zugticket und ja, ist halt so. So sieht die Map aus. Es gibt praktisch zwei Linien, eine gelbe und eine orangene. So, hier ist ein Automat. Man kann praktisch auswählen, ob man eine Karte aufladen möchte. Oder ein Ticket kaufen. Ein Ticket kostet 8 Dirham und man kann gar nichts sehen hier. Ich habe jetzt mit Karte bezahlt. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Prozess. Aha. Abgebucht. Ah, das funktioniert super. Also man kann ganz easy mit Karte bezahlen. Hier oben, ich glaube, das sieht man nicht, das blinkt. Man muss zum Reingehen und zum Rausgehen in die Straßenbahn ein Ticket haben. So, mal gucken, wann die Straßenbahn kommt. 80 Cent finde ich okay, ist egal, wie weit man fährt. Kostet alles 80 Cent. In 4 Minuten kommt die nächste. Ich bin jetzt hier hinten und will jetzt hierher, weil ich will hier hochfahren. Also alles, was Schienen hat, funktioniert hier super. Egal, ob es der Zug ist oder die Straßenbahn. Aber ich bin gestern mit dem Bus gefahren. Du findest nicht unbedingt immer die Bushaltestelle, wenn kein Häuschen da ist. Dann musst du dich irgendwo hinstellen und bei Google Maps ist ja eingezeichnet, aber der Bus hat halt 20 Meter weiter gehalten und
Dann bin ich zurückgeflitzt, aber er ist schon losgefahren, hat nicht auf mich gewartet. Und er war so, so voll. Das Ticket war etwas günstiger, das hat 5 Dirham gekostet, das sind 30 Cent weniger. Aber trotzdem, es ist so anstrengend. Ich bin jetzt hier auf einem Umsteigebahnhof. Ich will versuchen, mit der Straßenbahn zum Strand zu kommen. Das ist nicht so einfach, weil da fahren eher Busse hin. Beim Bus bin ich Opfer geworden und darum habe ich da keine Lust mehr drauf. Aber ich versuche es jetzt mit der Straßenbahn. Das ist echt busy hier. Da kommt sie schon. Es ist hier so ein Drehkreuz. T1 und T2 gibt es. Ich muss jetzt T2 fahren und da hinten, das ist die T1. Wenn ich hier in die andere Richtung fahre, komme ich auch zum Strand, aber der ist viel, viel weiter weg und da war ich gestern schon. Darum will ich heute mal einen anderen Strand erkunden. Jetzt muss ich tatsächlich noch 40 Minuten laufen, aber ich glaube, ich bin hier in einer besseren Gegend gelandet, weil hier sieht es eigentlich richtig gut aus. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ein Hufeisen. Na, wenn das kein Glück bringt, sieht es gleich ganz anders aus. Also ein ganz anderes Casablanca. Lauter Villen sind hier zu sehen. Alles ist ordentlich und sauber. Hier gibt es Essen. Tagine. Oh oh, da sollte eigentlich der Strand sein. Dort. Es sieht tatsächlich eher nach Baustelle aus. Mal sehen, ob ich mich irgendwie durchschlagen kann. So, die Straße konnte ich erstmal überqueren und jetzt theoretisch, laut Google Maps, soll dahinter ein Strand sein, ein sehr schöner sogar. Ich bin gespannt. Oh, ein Auto. Okay. Also es gibt erstmal riesige Wellen. Wow. Da hinten, die Wellen sind wirklich riesig. Ah ja, und da ist die Baustelle zu sehen, die ich sah. Und ich werde einfach mal ein bisschen hier entlang laufen. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ungefähr eine halbe Stunde muss ich zum Bus laufen. Einfach nur immer geradeaus. Nicht immer alles ist einfach. Google sagt, ich soll hier geradeaus gehen, aber erstmal komme ich hier überhaupt nicht über die Straße. Ich muss also irgendwie mal zu einer Ampel. So ein kleines Phantasialand, auch für Kinder und so direkt am Meer. Allerdings ist die Saison schon vorbei, obwohl heute über 30 Grad sind. Die Pools, die sind schon leer. Jetzt bin ich vom nördlichsten Strand Casablancas zum südlichsten Strand Casablancas gefahren. Und schaut mal, wie es hier aussieht. So sieht es hier aus. Ich bin jetzt auf dem zentralen Markt. Einiges hat hier schon zu. Aber schauen wir mal. Ich mag ja diese Gerüche nicht. Das ist eklig. Nach irgendwie Fisch und ich weiß nicht. Bah. Nee. Ich muss hier wieder raus. Bah. Das war mein zweiter und letzter Tag in Casablanca und ich muss sagen, ich fand die Stadt jetzt nicht besonders schön. Wenn ich mit meinem heutigen Wissen die Reise nochmal planen würde, würde ich Casablanca auf jeden Fall auslassen. Eins muss ich der Stadt aber lassen, das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also vorzugsweise Straßenbahn, ist super einfach auch für Touristen
Und selbst Fahrkarte kaufen, das geht alles ganz easy. Die Bahnen sind pünktlich, fahren regelmäßig. Alles ganz einfach. Nur mit dem Bus würde ich niemandem empfehlen zu fahren. Die sind richtig voll. Ich habe mehrere Busfahrer getroffen, die sehr, sehr unfreundlich waren. Die fuhren mir einfach vor der Nase weg, weil ich 10 Meter neben der Bushaltestelle stand und dann noch losgeflitzt bin, aber es leider nicht mehr geschafft haben. Die Türen wurden mir vor der Nase zugeschlossen. Mit der Bahn quer durchs Land fahren ist wiederum sehr einfach. Die Bahn ist sehr pünktlich, zuverlässig und die Fahrkarte auch relativ günstig.